Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu 7 Days to Die. So, ich hoffe, ihr habt euch schon gefreut die ganze Zeit auf diese neue Folge. Bei euch ist inzwischen Mittwoch, bei mir ist immer noch Samstagabend. Ich möchte ein bisschen vorbereiten. Genauso wie ich mich auch vorbereite, indem ich Wood Spikes crafte, und zwar 162 Stück. Hm, 162. Das könnte vom Platz her knapp werden. Ein Goreblock, das war der Zombie, den ich zuletzt getötet habe. Ja, wenn ihr am Anfang eventuell leicht irritiert seid, warum ich da eine etwas längere Pause habe, bevor ich spreche, mit dem Programm muss ich aufpassen. Es nimmt nicht direkt auf. Es hat eine leichte Zeitverzögerung, bevor es losgeht. Dementsprechend muss ich immer warten. Genauso auch im Nachhinein musste ich ein bisschen warten. Das hat mir nämlich der Goro gesagt, dass er wohl ab und zu ein bisschen die Soundspur abkürzt. Und damit es da keine Probleme gibt, muss ich das Video ein bisschen länger machen, damit mein ganzer Sound drauf ist. So. Damit haben wir das hier technische Gedöns auch schon gleich geregelt. Ich werde mal diese Dose hier nutzen. Magnum Grip. Okay, jetzt muss ich eh nach Hause. So, die schmeißen wir mal ganz ungeniert dahin. Da kommen welche. Hallo. Immerhin heute mal etwas früher. Gestern waren sie sehr spät dran. Also in der vorherigen Folge, um genau zu sein. Da waren sie sehr, sehr spät erst in Action. So. Den Baum nehmen wir auch noch mit. Der könnte noch ein bisschen was in Holz bringen. Ja, ich werde jetzt gleich mal meine Loot wieder ausräumen gehen, da die Magnum Parts dann doch gar nicht mal so schlecht sind. Ich bin zwar nicht unbedingt der Waffennutzer, aber bei so einer Magnum, da sage ich nicht nein. Bisschen wählerisch muss man auch sein, auch in der Apokalypse. Wir werden dann gleich hier wieder die nächste Runde machen. Das heißt, ich darf dann hier auch gleich mal vorbereitet dieses Gestrüpp und so wegledern, da das sonst immer wieder im Weg ist. So, zack. Versuche ich es jedes Mal wieder. Und ich weiß, es kann nicht gehen. So. Dann sind wir gleich mal da. Und wir haben hier doch auch noch einen Pistolenreceiver. Pistole. So, ich mach die mal hier rein. Wir haben nämlich hier nicht schlechte Magnum Parts. Mache ich auch die Pistolenteile da rein. Ich weiß, dass es ein bisschen gegen das System meiner Ordnung ist, aber das muss jetzt gerade mal passieren. Außerdem habe ich eh nicht so viel Holz da. Da das noch nicht gecraftet ist. Perfekt. So, nehmen wir das hier auch gleich noch dazu. Wie blöd bin ich denn? Ich habe hier eine gute. So, das braucht noch ein bisschen, aber ich habe eine viel bessere Waffe als die, die ich hier repariert habe. Wenn ich das mal vorher gewusst hätte, hätte ich es gar nicht verschwendet. Aber so läuft das, wenn man nicht vorsichtig ist. Verbratet man Zeugs, was man gar nicht wollte. So, wir machen uns auch gleich wieder die weiteren Eier mit Speck. 50 Sekunden. Nicht genug Holz. Fang schon mal an. Ne, nicht das. Wir nehmen das. So, und zack, und zack, und zack, und zack. Haben wir das fertig? Hier ist unser Tallow drin. Da ist es wohl verbrannt. Oder ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Das kann auch sein. So, du bist noch nicht fertig. Die Frage ist, reichen 2,5 Stacks? Ich glaube nicht. So, Futter wieder loswerden, Wasser loswerden, Tee, den brauche ich eigentlich gar nicht. Wobei, einen nehmen wir mit, dann haben wir hier 2 volle Stacks. Den Knochen will ich immer noch nicht haben. Aber wenn ich ihn gleich wieder mit aufnehmen werde. Alkohol. Die Maple sieht zu mir mal dazu. So, oder? Ja,
Bald ist es soweit, die Zombie-Horden kommen, dann wird es hier interessanter. Und ich hoffe dann eben auch so weit zu sein, dass wir unser Eigenheim bauen können. So, aber zunächst einmal heißt es jetzt wieder Ründchen gehen. Zack, zack und gleich nochmal zwei rein hinzufügen. Hier auf der Straße geht das noch relativ einfach. So. Und dann wollte ich ja auch irgendwann mal so eine kleine Höhlentour machen. Ich habe mir viel vorgenommen, aber bisher noch nicht wirklich davon in Angriff genommen, weil mir dann doch diese erste Sicherung hier dann doch irgendwie wichtiger ist. So. Und jetzt werde ich erstmal hier das ganze Gestrüpp alles wegmachen. Zack, und noch mehr und dich weg. Das ist nichts persönliches Gras, aber du störst. Warten wir noch mal ganz kurz. Schnabulieren was. Sehr schön, die Stamina ist schon wieder fast bei 100 angekommen. Das freut mich doch. So. Kann ich auch gleich die Kerzen in Fackeln machen? Ich weiß nicht genau, was besser ist. Wahrscheinlich wären Fackeln insgesamt cleverer. So, wir reparieren die erstmal. Ich glaube, Fackeln sind insgesamt schlauer, aber die nehmen halt Performance, wobei ich da aktuell gar kein Problem mit haben dürfte. So, einmal dich. Vielen Dank. Ja, man müsste natürlich auch richtig das Gras treffen. Ich fände es natürlich realistischer, wenn du hier im Prinzip das Gras dann eher rausreißen würdest, weil ich glaube, keiner würde mit einer Axt so auf Grasbüsche losgehen. Ich würde mich zumindest da relativ wenig wundern, dass das Gras nicht abgeht. Zumindest so, wie es soll. So. Und jetzt heißt es wieder verlegen. Den können wir ja eigentlich auch mal wegmachen. Danke. So. Langsam aber sicher nimmt das Form an. Es ist natürlich jetzt nicht gerade hier das innovativste Schutzkonstrukt, was ich da am Basteln bin. Ah, die hätte ich nehmen können. Interessant. Dann werde ich das noch machen. Dann werde ich mit denen hier noch eine Reihe an der Hauswand entlang machen. Dann machen wir nämlich da ein bisschen mehr Sicherheit. So. Doch, schon richtig, da habe ich eins vergessen. Zack, zack, immer mehr, immer mehr. Und immer wieder versuchen, nicht selbst reinzurennen. Das hat so ein bisschen was von Asterix und Obelix gegen bei Kleopatra. Wo Obelix entlangläuft mit den Steinen, also in der Comic-Version und Asterix. Ist auch so stupide Arbeit gerade. Und trotzdem kriege ich sie nicht hin. So. Ich muss ja wirklich darauf aufpassen, dass ich nicht aufgrund dieses Schutzdings mich irgendwann selbst töte. Weil ich immer wieder die Woodspikes direkt unter meine Füße lege. Das wäre extrem blöd und peinlich. So, wir haben nicht genug. Das ist unschön. Dann müssen wir warten. Ich glaube, ich werde das Auto doch in die Luft sprengen lassen hier. Ich könnte natürlich auch untergraben, da wird es runterfallen. Problem ist, ich weiß nicht, ob es immer noch brennt. Das wäre nämlich sehr blöd, wenn ich das jetzt da dauernd dagegen schlage. Das brennt dann nicht mehr. Aber ich denke, es müsste schon noch brennen, bevor es in die Luft geht.
habe natürlich oben noch ein Ölfass, aber ich möchte es eigentlich nicht für so etwas verschwenden. Da habe ich ein bisschen Angst, ich gebe es zu. So, wir müssen eh ganz kurz warten. Stamina wieder auffüllen. 285 getötete Zombies, das ist ganz nett. Na, ich sehe noch kein Feuer. Jetzt höre ich Feuer. Peng! So. Krabbel und wir machen wieder weiter. Wuchsbeukes. Das reicht nicht. Wir müssen Erde holen. Brauchen Erde. Wieder auffüllen. Löcher sind unschön. Da haben wir eine Schaufel. Gehen wir doch hier am besten in der Nähe vom Wasser Erde abschöppen. Da fällt das nicht so auf. Diese Erddinge, guck mal, das braucht doch kein Mensch. Diese kleine Insel da. Machen wir was für die Allgemeinheit, indem wir das hier wegmachen. Ich bin ja sowieso ein sehr sozialer Mensch. Von daher wird das keinen überraschen, dass ich hier was für die Allgemeinheit tue. Eine andere Möglichkeit, die mir noch eingefallen ist. Gut, es ist weniger kreativ, aber wäre eine Unterwasserbasis. Ich denke, dass man gerade bei den Zombie-Horden da sicher ist. So, im Prinzip hier in der Mitte des Sees müsste ich halt vorher so einen Eingang festlegen. Außenrum zumachen. Wie viel Erde haben wir jetzt aufgenommen? 9, das reicht. Dann halt so einen Eingang machen. Das habe ich zusammen mit Garg auf einem Community-Server schon gemacht. War auf jeden Fall ganz gut. Also keiner konnte unsere Basis finden. Aber ich glaube, das wäre auch ein bisschen langweilig für euch, weil ich da am Anfang eben nur am Runterbuddeln bin und unten relativ wenig machen kann. So. Wir brauchen Woodspikes. Vielen Dank. Aber ihr könnt ja, wie gesagt, gerne in den Kommentaren da lassen, was ihr von einer Unterwasserbasis halten würdet. Wenn ihr dafür seid, mache ich das auch. Ist mir egal. Ich bin da offen. Man könnte das dann auch ein bisschen verbinden, dass ich außen eben ein normales Haus quasi baue mit einem Eingang unter Wasserkeller technisch. So. Wir machen aber noch ein paar, oder? 31, das reicht nicht. Müssen wir noch mehr Stickers machen. Weil jetzt möchte ich gerne an der Wand entlang doch noch diese Methode verfolgen, die Evie Rose erzählt hat. Nur hier kann ich es nicht machen, sonst komme ich selbst nicht mehr hoch. Das wäre blöd. Aber ansonsten kann ich das einmal drumherum machen. So. Natürlich jetzt hier etwas paranoider als sonst, weil ich dann doch Angst habe, hier runterzufallen, weil dann komme ich hier nicht mehr weg. Ich glaube, das Springen gelingt mir dann nicht so. Und ich mache das jetzt so, damit ich zunächst einmal die ganzen machen kann, die ganzen hier an die Wand setzen kann, die ganzen Spikes, wie ich das gerne hätte. Und danach aber beim Rückwärtsgehen die Wood Frames gerade wieder aufzusammeln. Wir kommen sogar fast einmal drum herum. Das wäre ganz nett gewesen. So. Geht nicht. Es geht gar nicht. Wieso gehst du nicht? Ich glaube, das wäre nur dahin gegangen. Also es geht gar nicht so direkt an die Wand machen. Ich kann es auch nicht auf etwas machen. Das wäre jetzt die Möglichkeit, das zu testen. Wir nehmen den weg. Nehmen den direkt wieder. So. Setzen den mal hier hin. Mal gucken, ob ich ihn da drauf setzen kann. In Anführungszeichen da drauf. Nee. Geht nicht. Schade. Damit hat der ganze Plan schon wieder nicht funktioniert. Und ich kann gerade wieder den Rückweg antreten. Sehr ärgerlich auf jeden Fall.
Naja. Müssen wir mal schauen, was wir sonst machen. Und weiter geht's. Langsam aber sicher rückwärts hier entlang. Perfekt. So, also das sollte erstmal Schutz bieten vor ein paar Zombies. Ich kann sagen, wenn die Hundehorde tot ist, die kommt ja, zumindest habe ich es bisher so gesehen, tagsüber. Da habe ich dann dementsprechend relativ wenig Sorgen. Kann ich die so hinsetzen? So geht's. Dann machen wir die noch einmal so rum. Da hauen wir jetzt raus. Schade, dass es nicht an die Wand geht. Weil ich das ja natürlich unrealistischer finde. Also Wand hätte ich verstanden. Wie gesagt, okay, das ist logisch. Aber das da macht jetzt relativ wenig Sinn. So, wir brauchen aber noch ein paar Woodspikes. 69 sind okay, dann haben wir schon einen kleinen Vorrat für das nächste Haus. Um da zu sichern. Da wäre auch die Frage, ob das auch draufsetzen geht. Müsste ich danach mal testen, weil dann würde ich das natürlich auch machen. Da mache ich am Anfang eine doppelhohe, wo sie erstmal alle reinrennen wie die Irren. Schade. Es geht nur in die zwei Richtungen. Das ist ärgerlich. So. Geht doch nicht draufsetzen. Das wäre zu viel des Guten anscheinend. So, jetzt machen wir das aber hier nochmal hin. Zack. Gib mir, dann brauche ich auch gar nicht mehr so viele machen. Brauchen wir dann gar nicht alles. Zack, zack. Und jetzt sehe ich schon kommen, dass die Zombies nur aus Osten oder Westen kommen. Weil Süden und Norden mit diesen Spikes hier gesichert ist. Würde mich zumindest nicht wundern. Einer zu viel. Schade. So. Die hier brauchen wir noch. Wir brauchen unsere Brücke. Aber ich denke, dass das jetzt von der Sicherheit her auf jeden Fall schon ein bisschen was hermacht. Also das ist jetzt meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fühle mich schon ungleich sicherer in meinem Haus. Ein bisschen aufräumen müssen wir auch. Früher konnte man das wegmachen. Geht doch. Schade, dass es nicht hier von der Seite auch geht, aber das wird schon so reichen. Vor allen Dingen habe ich jetzt das so breit gemacht, dass ich von oben immer noch gegen das Ding schießen kann, wenn sie dagegen laufen. Weil ich meine, die springen dann auch immer darauf so entlang. Das ist alles okay. So, dich nehme ich gleich noch mit. Du störst mich sowieso immer. Perfekt. Ja, das ist die Sicherung des Hauses gewesen. Wir haben natürlich jetzt im Prinzip ganz viel Zeit, um noch Holz zu craften und all den ganzen Gedöns. Weil wir haben es im Prinzip. Könnte ich schon mal anfangen, mich noch mehr vorzubereiten auf die Zukunft. Allerdings hat die Folge noch ein bisschen Zeit. Ich werde erstmal die Fackeln machen. Ich werde dann so kleine Türmchen wohl hinsetzen außen. In einem gewissen Abstand. Und die dann nutzen. So. Auf jeden Fall solltest du soweit sein. Und du auch. 17 Fackeln. Ne, mit Ding war dazwischen, ja. Irgendwie so, oder? Ja. Machen wir mal 17 Stück. Und dann brauchen wir noch mehr Holz. Danke. Die nehmen wir auch gleich mit. Dann machen wir einen vollen Stack draus. Wir haben 17 Stück. Je nachdem, ich möchte schon ein bisschen was sehen können. Auf jeden Fall müssen in die vier Ecken welche hin. Wenn wir dazwischen nochmal vier machen, kämen wir auf 8. Dann wären es 2. Das ist, denke ich, ganz okay. So. Zack. Und dann müssen wir mal schauen.
wie wir das genau machen. Hier haben wir das. Und zack, 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 zack. So. Machen wir hier dann so ein. Genauso. Nein. So. Wir brauchen Fackeln. Die Pickaxe brauchen wir nicht. Die Fackel kommt da rein. Wir brauchen die Steinaxt zum Aufwerten. Weil die sollen halt auch nicht direkt beim ersten Angriff schon kaputt gehen. So. Und zwar leuchten wir die jetzt hier in zwei Richtungen aus. Und zwar immer in die vom Haus weggelegene. Wenn wir das jetzt hier insgesamt überall hin machen, denke ich, passt das ganz gut. Das sind 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, wir werden dann in der ersten Nacht sehen oder in der Nacht sehen, ob das überhaupt so sinnvoll ist, was ich hier gerade mache. Wahrscheinlich könnte es sogar sein, dass es ein bisschen zu großer Abstand zwischen den beiden Leuchttürmen ist. Aber egal, wir werden es ja sehen. So, und dann müssen wir in der Mitte noch einen machen. Der wäre sicherlich hier irgendwo bei Türen Eingang. Wäre dann wohl hier. Müsst ihr hinhauen. So. Zack. Ob das wirklich so nützlich ist, werden wir wie gesagt erst später sehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, so ein bisschen Sicht in der Nacht wäre nicht schlecht. Nachteil könnte natürlich sein, dass die Heatmap ein wenig hochgebracht wird durch diese Geschichte. Eigentlich müssten wir hier nach vorne einen noch machen. Naja, mal gucken. So, wie viel ist das hier? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Identisch. Brauchen hier wieder eine Mittelregion. Die könnte etwa hier sein. Nein, nicht dahin. Also, nein, dahin. So, und dann von hier aus nochmal. Oh, doch, stimmt schon. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zack und zack. Hier brauchen wir auch wieder was in der Mittelregion. Das wird etwa hier sein. So. Okay, jetzt müssen wir hier wieder aufpassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kommt hin. Und noch einen in der Mittelregion. Kommt das hin? Nein, viel weiter nach da. Ich denke, das hier kommt relativ mittig hin. So, jetzt heißt das nochmal aufwerten hier, die ganze Geschichte. Und dann war es das für die Folge auch schon. Das heißt, ich mache das jetzt gerade noch fertig. Meine kleinen, ja, Wigwams jetzt nicht wirklich. Haben hier noch unsere 11 Fackeln, die wir verteilen müssen. Und dann werden wir auch sehen, ob das irgendwie was bringt, dass ich wirklich nachts eben wenigstens ein bisschen was erkennen kann, wenn von der Ferne was angelaufen kommt. Und vor allen Dingen hoffe ich, mich dann auch wirklich zu sehen. So, wo habe ich da hingemacht? Da und da. Ich glaube, der Nachteil wird sicherlich ein bisschen die Heatmap sein. Durch die Fackeln müssten ja auch die Heatmap ein bisschen angekurbelt werden. Das wäre dann kontraproduktiv, aber wir werden es ja sehen. No risk, no fun, würde ich sagen. Die Anzahl der Fackeln passt auf jeden Fall. Für die Eckdinger könnte man sich halt noch eine dritte. Oder für die mittleren wäre vielleicht noch eine dritte Fackel insgesamt nicht schlecht. Um eben auch hier in die jeweiligen Außenseiten zu machen. Aber dafür fehlt mir aktuell noch das Tierfett, um es zu Teig zu verarbeiten.
wird sicherlich in der nächsten Zeit noch mal was gefunden werden, sodass das kein Problem darstellen sollte. Ich hoffe auf jeden Fall, die Folge hat euch Spaß gemacht und ihr seid auch am Samstag wieder dabei, wenn es weitergeht hier mit, ja, ist fast, mit 7 Days to Die. Da wird sicherlich noch ein bisschen Tag sein, also wird da wohl erstmal wieder ein bisschen Holz farmen, vielleicht ein bisschen wandern oder so. Auf dem Plan stehen, es ist nichts Besonderes, ich weiß. Tut mir leid. So, machen wir die auch noch hin. Wunderschön. Aber es gehört ja dazu. In der übernächsten Folge, also nächste Woche, müsste dann eigentlich spätestens Sonntag oder Mittwoch, müsste hier ein bisschen Action passieren mit den Hundehorde, mit der Hundehorde bzw. mit der Fettelhorde. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao!